Man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch das stimmt nicht. Was länger bleibt, ist die Erinnerung. Doch selbst die verblasst eines Tages. Ehe dies geschieht, sollte man zurückblicken auf das, was man erlebt und vor allem auf das, was man erreicht hat. Mit erreicht solltest du nicht materielle Dinge verknüpfen. Die sind unwichtig. Wichtig ist, was konntest du anderen geben? Hast du richtig geliebt? Konntest du jemanden Mut machen? Hast du wirkliche Freunde gehabt? Und wenn es nur wenige sind, so ist es besser als viele falsche. Konntest du immer in den Spiegel schauen? Oder gab es Momente, wo dein Spiegelbild verschwommen ist? Aber du hast alles getan, damit es wieder klar wird. Kannst du diese Fragen mit Ja beantworten? So wirst du Gottes Gnade finden und kannst im Frieden den Weg in Gottes Reich antreten. Kannst du es nicht? So nutze die Zeit, die dir bleibt, und tu so viel Gutes, wie es dir möglich ist. Tu es nicht, weil ich es dir sage, sondern weil du nachgedacht hast.